live direkt aus der Hochschule der Bayerischen Wirtschaft, direkt vom Seminar im Studium Plus Wirtschaftsethik vom zweiten Seminartag. Heute waren die ersten Referate und Diskussionsleitungen der Studenten. Und das erste Thema, das wir hier hatten, war Respekt vor jedermanns Autonomie. Eine Spielregel der sozialen Marktwirtschaft, eine Spielregel, dass die Marktakteure, die Wirtschaftssubjekte bereit sind, bei der Marktwirtschaft mitzumachen. Immanuel Kant hat uns als Vernunft und freiheitsbegabte Menschen selbstbestimmt definiert. Es ist ein Recht, das in uns drin steckt, dass wir selbstbestimmt handeln, dass wir selbst die Ziele unseres Wollens und Handelns bestimmen. Und wenn wir das in der Marktwirtschaft, in der sozialen Marktwirtschaft respektieren, dann ist das nicht nur ein hohes ethisches Ideal, sondern es ist auch ganz pragmatische Effizienz und Sinnhaftigkeit für den marktwirtschaftlichen Prozess. Und das haben die Studenten sehr schön in ihrem Vortrag herausgearbeitet, dass in der Individualität die Freisetzung von Talenten drinsteckt, die Möglichkeit, Innovationen zu entwickeln, die Vielfalt, die Produktivität, die Fortschrittlichkeit, die Innovationsfähigkeit unseres Wirtschaftssystems bedeutet und gleichzeitig durch die Vielfalt ein produktives Klima im Unternehmen geschaffen wird. Die Frage stellt sich natürlich dann auch, ob wir um der Antidiskriminierung, der Gleichberechtigung mehr Raum zu schaffen, so etwas wie Quotenregeln brauchen, weil bestimmte Teile der Gesellschaft, weil bestimmte Teile der Vielfalt in unseren Unternehmen nicht unbedingt repräsentiert ist. Da sind wir allerdings auch in der Diskussion durchaus dahingehend gekommen, dass zum Beispiel Quotenregelungen natürlich genau diesem Vorrang der Individualität widersprechen, weil wir betrachten ja dann nicht mehr einzelne Individuen in ihrer freien Entfaltung, sondern wir betrachten ja bestimmte Gruppen, die wir pauschal quotieren oder eben zulassen oder nicht zulassen. Spannende Frage, inwieweit wir der Antidiskriminierung mit Quotenregelungen vielleicht auf die Sprünge helfen müssen oder ob wir damit nicht genau das Gegenteil erreichen, dass wir eben die sich selbst ergebende Vielfalt, die vielleicht nicht so klar an identitären Grenzen festmachbar ist, indem wir die besonders hervorheben.